Hallihallo, so schön, dass du wieder auf meinem Kanal gelandet bist. Ich bin ein bisschen spät dran diese Woche. Ja, das hat Gründe. Ich habe ein bisschen viel um die Ohren gerade. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es nicht vergessen und melde mich ja jetzt. Wird auch wieder musikalisch in dieser Woche. Ich wollte dieses deutsche Kapitel noch mal so ein bisschen weiter verfolgen. Ich hatte das ja in den letzten Wochen immer mal wieder gemacht, angefangen mit meinem DJ-Kollegen, dem Alex, mit dem ich dann 2015 so ein Projekt gestartet hatte. Mit der ersten Single damals, Hey Helene, mit der wir damals dann ja sogar einen Auftritt im Bierkönig hatten und so weiter. Radioeinsätze entsprechend auch öffentlich-rechtlich und so. Also waren wir schon motiviert, das weiterzumachen. Zweite Single damals dann dieses Nüchtern nach Hause zu kommen. Das war das letzte Video hier, glaube ich. Dann war die dritte Single seinerzeit dieses Mallorca is Calling, wo wir dann den Eitelkeiten der auf Mallorca arbeitenden DJs und so Sorge tragen mussten, weil wenn wir dann irgendwelche Künstler oder so erwähnen, irgendwie, oh, warum komme ich da nicht vor und so, und dann mussten wir, haben wir also eine Bierkönig-Version und eine Megapark-Version produziert und so, und also alles recht aufwendig und war aber auch lustig. Und dann, und da kommen wir zum heutigen Thema, kam eine Nummer, die fiel mir so vor die Füße, die fand ich ganz witzig. In den 80ern ein Hit, so eine spaßige Punk-Nummer. Geschrieben wurde der Titel, glaube ich, in den 50er Jahren. Das war so eine Märchengeschichte oder sowas irgendwie. Nelly the Elephant hieß das damals. Und wie gesagt, wurde dann in den 80ern umgesetzt von so einer Punk Nummer, oh, frag mich jetzt nicht, wie der Act damals noch hieß, egal. Ich fand das witzig und habe gedacht, man kann da so ein Partyschlager-Ding draus machen und habe das dann in Deutsch umgeschrieben. Heißt schlicht und ergreifend Prost, die Nummer. Und ja, dann geht es ja darum, dass man von dem Originalverlag die entsprechende Genehmigung braucht, das machen zu dürfen. Und das heißt, man muss den deutschen Text, den man geschrieben hat, rückübersetzen ins Englische, das dann an den englischen Verlag schicken. Die gucken und hören sich das dann an und sagen, finden wir gut oder finden wir nicht so gut und genehmigen das oder eben nicht. Ich bekam die Genehmigung und wir haben die Nummer dann produziert und sind damit dann zu Extreme Sound nach Köln, Michael Röttgens, da produzieren und veröffentlichen Leute wie Mickey Krause, Jürgen Drews, was weiß ich, ich glaube Peter Wackel und so, also alles das, was so in dieser Partyschlagerschiene Rang und Namen hat. Und wir haben dem das dann vorgespielt und er sagte dann, boah, Wahnsinn, ich wollte die Nummer auch schon mal machen, aber ich habe vom Originalverlag seinerzeit keine Freigabe bekommen. Mache ich sofort, veröffentliche ich sofort. So, und dann irgendwie, möglicherweise liegt es am langen Intro oder was, ich weiß es nicht, ist die Nummer bei den DJs so völlig durchgefallen seinerzeit. Fand ich absolut schade, weil ich finde die Nummer immer noch lustig. Aber wie auch immer. In der Schweiz wird sie irgendwie tausendfach gestreamt ohne Ende. Da mag man die. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber wie gesagt, hier bei uns ist sie völlig durchgefallen. Nichtsdestotrotz mag ich sie und hänge sie wie immer hier direkt ans Video hinten dran. Könnt ihr ja mal reingucken. Ist so ein Lyric-Video, was wir dazu gemacht haben damals. Also mit dem entsprechenden Text, was da durchs Bild läuft. Vielleicht habt ihr Spaß dran. Würde mich freuen. Und ja, habe mich dann zumindest ja auch wieder gemeldet. Geht dann auch schon bald weiter. Und ich wünsche euch zwei bunte Wochen. Bis demnächst. Macht es gut. Tschüss. Nachts um drei, ihr seid immer noch mit dabei. Wir fangen erst jetzt so richtig an, wir haben doch morgen frei. Bis um vier gibt es kurze und noch ein Bier. Der DJ spielt euren Lieblingssong, den singen wir jetzt und hier. Wir hüpfen und springen, wir tanzen und singen, schalalalalala. Wir scheißen aufs Geld, denn was kostet die Welt? Prost, Prost, Prost! Und jetzt noch ne Runde für jeden im Bunde. Wir trinken, bis der Arzt kommt. Es wird bestellt von Papas Geld. Prost, Prost, Prost! Nacht für Nacht wird ein neues Fass aufgemacht. Wir sind doch noch jung und wir haben das Geld. Es wird nochmal bestellt.
jetzt geht's fix. Wohl noch schnell einen Wodka-Mix. Oder darf vielleicht auch noch ein kurzer sein, denn einer geht noch rein. Wir hüpfen und springen, wir tanzen und singen. Schalalalalala. Wir scheißen aufs Geld, denn was kostet die Welt? Prost, Prost, Prost. Und jetzt noch eine Runde für jeden im Bunde. Wir trinken, bis der Arzt kommt. Es wird bestellt von Papas Geld. Prost, Prost, Prost. Wir hüpfen und springen, wir tanzen und singen. Schalalalalala. Wir scheißen aufs Geld, denn was kostet die Welt? Prost, Prost, Prost. Und jetzt noch eine Runde für jeden im Bunde. Wir trinken, bis der Arzt kommt. Es wird bestellt von Papas Geld. Prost, Prost, Prost. Und wenn wir morgen arm sind, ist uns scheißegal. Dann leihen wir uns von Mama was und singen dann nochmal. Wir hüpfen und springen, wir tanzen und singen. Schalalalalala. Wir scheißen aufs Geld, denn was kostet die Welt? Prost, Prost, Prost.